Hallo ihr Quirlinge! Die Dinge laufen nicht schlecht für die Vereinten Nationen der Erde, zumindest die Kriegsdinge, die da lauten das Regal, auch genannt EN14421, das ist die Eigenbezeichnung unseres unfreundlichen terminatorischen Nachbarn, dass wir den ja, aus unserer Galaxie verscheuchen. Wir haben ihm schon einen guten Teil, sagen wir mal so ein Drittel, vielleicht sogar eine knappe Hälfte seines Reiches weggenommen. Und auch schon einige Planeten gepurcht, also die dortige Bevölkerung ausgerottet, was jetzt schlimmer klingt, als es ist, weil es sind Roboter, die danach trachten, alles organische Leben der Galaxis auszulöschen. Und wir kommen ihnen mit dieser Aufgabe letztlich zuvor, aber halt nur unter umgedrehten Vorzeichen. Und er hat keine Flotte mehr, unserer Ansicht nach, was hier so bedrohlich aussieht, die roten Schiffe, das sind alles nur Forschungsschiffe, Landungstruppen, mit denen er nichts wird anfangen können, beziehungsweise Konstruktionsschiffe. Und sein Zentralgestirn, nämlich EN14421, das steht jetzt direkt vor uns. Und unsere Flotten haben den Auftrag, genau dorthin zu gleiten, beziehungsweise nicht, denn wir haben zwei Flotten. Eine geht ins Nachbarsystem Estrion und die andere soll sich mit seiner Hauptwelt beschäftigen. Eine Landungsgruppe im Schlepptau. Genau, derweil haben wir hier ein Forschungsschiff noch in der Nähe, das die Aufgabe hat, einen Stern oder ein System namens Uskion, was hier in so einem Winkel des Regalreichs lag und von selbigem nicht eingemeindet worden ist, noch zu erkunden, damit wir es mal eingemeinden können. Es scheint keine Kreatur drin zu sein, sonst hätten wir das schon gesehen. Wir haben ja mittlerweile so verbesserte Sensoren. Ja, wir wissen nicht, warum er das nicht eingemeindet hat, aber wir wissen vieles über diesen Nachbarn nicht. Was interessant ist, dass wir nur eine Raumroute kennen, die von seinem Reich ins Nachbarreich führt, ins Nachbarreich des United Larongo Combine, mit dem wir gute, beinahe jetzt fast richtig nachbarschaftliche Beziehungen pflegen. Das System Vidbaril, das hat hier eine Route ins Nachbarreich und eine weitere kennen wir nicht. Und Simon ist der Ansicht, dass es unwahrscheinlich und, soll ich sagen, ungewöhnlich sei, wenn es in dieser Galaxie tatsächlich durch den kompletten Querschnitt hier des Donuts, ich fahr mal raus, wenn es da wirklich an einer Stelle nur eine einzige Route gäbe. Aber im Augenblick ist das genau unser Kenntnisstand. Ne? Es muss nicht so sein, aber es wäre unser Kenntnisstand. Und ich muss Simon an der einen Stelle ein bisschen korrigieren. Ja, das muss ich, weil mir fällt nämlich gerade auf, dass wir sowas schon mal hatten, oder? Nee, haben wir nicht gehabt. Nee, hatten wir nicht. Okay, ich ziehe alles zurück. Ich hatte gedacht, wir hatten schon mal so eine Stelle, die nur durch die Cybrex-Anomalie irgendwie geschlossen worden ist, aber das war eine andere Verbindung. Das war nicht einmal der Querschnitt irgendwie nur an einer Stelle durch. Egal. Wir machen weiter und sind eigentlich der Ansicht, dass wir hier weiter oben noch eine Überraumroutenverbindung irgendwo zum Larongo oder oben am Rand lang finden müssen. Ob das so ist, werden wir in dieser Episode feststellen. So, jetzt habe ich lange genug gequatscht. Jetzt machen wir ein bisschen Tempo, ja. Gucken, was passiert. Achso, Simon, du darfst was sagen. Du bist auch dabei. Jo. Gut. Schönen Abend oder Tag, je nachdem, wie es bei euch so ist. Genau. Bauen wir mal ein Regal zu Ende ab. Achso, wir sind ja schon direkt hier im Kampf gegen die Station, richtig. Da haben wir selbige auch zerlegt. Das war aber knapp. Engaging hostile forces. Da kommt noch eine kleine Flotte mit 40. So. War report. Enemy planet secured. Okay, und da haben wir die Hauptfabrik auch schon eingenommen. General erlangte Eigenschaft, was denn Armeelogistiker die folgende Auswirkung hat. Unterhalt Armee minus 20%. Dmitri Markov ist doch dieser Schlechter, oder? Na, egal. Ist jetzt ein effizienter Schlechter. Ja, aber... Hat Plünderrecht verteilt. Gut, deswegen kostet jetzt die Armee weniger und da macht mehr Kollateralschaden wegen, ne, ist ja schlechter. Passt doch gut zusammen. So, Söldnerarmee ist die das. Die Hauptfabrik war doch ihre Hauptwelt, oder? Ja, das ist die tote wunderschöne Welt. Tote Welt, die sie da haben. Die sich wunderbar als Energiewelt eignen würde. Ich will die gar nicht so schlecht reden, diese Welt. Die hat nämlich dreimal vier... Ja, also wenn wir da nur Roboter ansiedeln, dann funktioniert das. Das meine ich. Aber auf der toten Welt ist nicht gut leben, hätte ich gedacht. Es ist mir klar, aber ich meine, der Planet als solcher ist schon mal gar nicht schlecht. Den würde ich im Zweifelsfall gar nicht terraformen wollen.
sondern Roboter drauf ansiedelt und nicht das richtige Gefahr eingeht, dass da irgendwas passiert. Kann man die noch terraformen, davon sind wir sowieso technologisch noch weit entfernt, weil tote Welten sind da ein bisschen besonders, da braucht man höhere Technologien für. Aha, aber dann verschieben sich doch die möglicherweise diese Sektorenpotenziale, oder? Wenn wir den terraformen, dann kann es sein, dass bestimmte Eigenheiten des Planeten verschwinden. Ja. Und deswegen dort Distrikte flöten gehen, ja. Das muss halt nicht passieren, es kann. Okay. Es hat auch einen Vorteil, dass das eine tote Welt bleibt. Da wir momentan einen Bonus von insgesamt 20% auf Forschung im Sozialbereich bekommen. Auf der Welt. Weil wir kommen auf dieser toten Welt. Wo siehst du das? Gehst auf Eigenschaften, direkt unter Terraform. Ja. Und da siehst du zwei besondere. Die besonderen sind immer mit so einem goldenen Rahmen. Ah. Und da haben wir einmal metallene Friedhöfe. Ja, genau. Maximale Bergbaudistrikte und Sozialforschung. Ja, und darunter haben wir nochmal eine sehr, sehr schöne Eigenheit, wo die bloß herkommt. Organische Landmassen. Ja, die heißt auf Deutsch einfach nur Landmassen. Schön. Im Englischen sind es Organic Landfills. Nee, das ist auch im Deutschen. Organische Landmassen heißen die auch im Deutschen. Ja, im Englischen sind es Organic Landfills, also organische Müllhalden. Und das ist der Heimatplanet von einer vernichte alles organische KI. Ja, das ist eher ihre Schlachtgrube. Da ist die deutsche Übersetzung dann vielleicht ein bisschen verharmlosend. Ja. Kann man es zumindest nennen, oder ein bisschen netter, je nachdem. Ja. Das ist ihre Leichengrube letztlich. Ja, im Endeffekt schon. Das ist da, wo sie den Rest abgeladen haben. Nach ihrer Rebellion. Ja. Aber immerhin, das gibt uns mehr... Also gut für Energie und gut für Forschung. Wir können auf dieser Leichengrube können wir mehr Generatordistrikte errichten. Das ist letztlich ja die Botschaft. Tja, Biogas und so, ne? Es ist wahrscheinlich die Erklärung. Eine andere bessere habe ich nicht. Wenn du den Planeten behalten willst, als Energiequelle, als Generatorwelt, dann solltest Beste, die wir haben. Ich glaube, wir haben keinen Planeten in unserem Reich oder Kenntnis von einem besseren Planeten, der mehr Generatordistrikte bietet. Ich glaube, haben wir nicht. Dann sollten wir die Tatsache nutzen, dass wir ja Droiden haben, die keinen freien Willen haben und deswegen umgesiedelt werden dürfen. Mhm. Und mal jemanden von einem der unserer Planeten umzusiedeln. Ach so, jetzt meinst du jetzt direkt schon oder erst, wenn der Purge durch ist? Jetzt schon, weil wenn der Purge durch ist, dann müssten wir ihn neu kolonisieren. Ja. Wenn wir den Visier drüber schieben, dann behalten wir ihn einfach. Ja, okay. Aber sollten wir dann die Forschungslabore abreißen? Weil du meintest ja, das ist ja Quatsch, weil das wollen wir doch da gar nicht haben und das kostet jetzt Geld. Ich würde alles abreißen, was wir nicht benötigen. Außer die Robotermontage. Wenn wir die Forschungslabore im Endeffekt behalten wollen, dann können wir die behalten. Ja. Aber alles, was eingestürzt ist zum Beispiel und die Administrationsgebäude, das können wir halt dann... Die Roboterfabrik kann draufbleiben. Das ist ja ganz praktisch, dass sie uns eine gebaut haben. Genau, das meine ich ja. Die würde ich behalten. Ich mache mal jetzt alles, was hier zerstört ist, weg. Oder ist da irgendwas dabei, was wir brauchen können? Was zerstört ist, da sind noch eine ganze Menge Forschungslabore, aber es wird sehr, sehr lange dauern, bis wir so viel Bevölkerung haben. Ja, und da würde ich sagen, die bauen wir erstmal ab, weil die Kosten pro Forschungslabor kostet das 2 Energie. Kosten die auch Energie, wenn die kaputt sind? Also dem jetzigen Zustand? Ich glaube nicht, aber so oder so ist es ein Müllhaufen. So. Müssen wir jetzt mal gucken, wie unsere Energie sich verändert im nächsten Monat. Ich würde auch die beiden intakten... Ich habe mich nicht darum gekümmert, ob die Energie kosten oder nicht, die zerstörten Gebäude, muss ich sagen. Das Bürokratiegebäude, das kann auch weg im Endeffekt. Und die beiden Forschungslabore auch, oder? Können wir wegmachen, können wir aber auch da lassen, wenn wir auf dem Planet forschen wollen. Aber da wir erstmal Energie machen wollen, können wir die einreißen. Weil dann werden sie ja sowieso nicht benutzt. Die Frage ist ja, wie viele Gebäude werden wir überhaupt haben werden? Weil ich will ja eigentlich das Maximum ausreizen. Wir haben maximal 18 Distrikte, glaube ich. Und haben Gebäude und Distrikte sind aber verschiedene Flächen. Ja, ich weiß. Aber ich will ja erstmal gucken, wenn ich 18 Distrikte hätte und ich habe 3 mal 4 gleich 12 Generatordistrikte, dann bleiben ja maximal 6 Stadtdistrikte übrig, also weniger als es jetzt gäbe. Richtig oder falsch? Das ist richtig. So. Plus einen Distrikt, weil wir in dem Ausbreitungstraditionsbaum drin sind.
Das wird uns am Ende einen weiteren Distrikt pro Planet geben. Okay, gut. Das heißt, ja gut. Egal. Dann siedeln wir jetzt mal um. Genau, ich würde vorschlagen, einen von der Erde am ehesten umzusiedeln, weil wir da, wenn ich das richtig vermute, einen Clerk haben dürfen, der Roboter ist. Nein, dann nicht. Okay. Ich würde gucken, wann der nächste Roboter irgendwo aufschlägt. Bei der Erde dauert es noch eine Weile. Ich würde es auf jeden Fall nicht bei Planeten machen, wo noch keine 10 Leute drauf sind, weil die wollen wir ja erst... Ja, klar. Oder, bei Dämmerung, weil wir Dämmerung wollen die ja nicht wieder zurück in Koloniestatus. Na gut, das wird schwierig, aber... Dämmerung würde ich besser finden. Von Dämmerung. Weil da. Ja, da können von Dämmerung wieder einer da ist. Einen, ja. Und Hoffnung ist auch der nächste Roboter schneller da als bei der Erde. Wobei wir da natürlich einen Techniker wegnehmen würden. Also einen Energie. Also würden da nichts gewinnen, würde ich damit sagen. Wir müssten dann. Aber andererseits ist auf Hoffnung. Ist sowieso gerade alles voll und wir müssten einen neuen Distrikt bauen. Stimmt, richtig. Das heißt, wenn wir den davon einen umsiedeln, dann wird der nächste wächst der nächste nach, ist direkt wieder voll und wir haben einen weiteren, der halt Energie arbeitet. Ja, da kann der Arbeiter, der Humanoide, der menschliche Arbeiter kann dann Technikerjob machen. Mhm. Sagen würde, der eine Roboter, den wir umsiedeln, der kann auch dann erstmal in der Roboterfabrik arbeiten, um weitere von sich selbst zu erstellen. Machen würdest du nicht zwei umsiedeln? Ich würde es von Hope und von Dorn einnehmen. Ja, das geht natürlich auch. Dann hat man gleich. Machen wir gleich mal zwei. Okay, also. Moment, wie geht's denn hier? Ich denke mal, wir möchten keinen Bergbau auf und keine Legierungen auf dem neuen Planeten herstellen, auf der toten Welt. Würde ich bei dem Planeten jetzt nicht tun, weil der so viel energetisch ist. Dann können wir dann nämlich die Bergbaudistrikte und den Industriedistrikt auch abreißen, weil die kosten ja auch Energie. Ja, okay. Existenz. Machen wir gleich. Also ich würde jetzt erstmal sagen, von Dämmerung nehme ich jetzt einen Robotski rüber. Ich nehme den Büroangestellten Robotski, der ist am verzichtbarsten, glaube ich. Richtig. So, zack, rüber. Und dann haben wir von Hoffnung, was ist denn da? Da nehme ich einen der Techniker Robotskis rüber. Ah, das sind also unterschiedliche Varianten auch noch. Der eine ist gelb, der andere rot. Das ist egal, ich nehme es einfach einen, so, rüber. Und dann ist ja bei Hoffnung. Wird der, genau, durch die Priorisierung geht der Büroangestellte direkt in die Technik. Das heißt, wir haben nichts verloren. Und bei Dämmerung ist soweit auch nichts passiert, dass auch der, haben wir den Büroangestellten drüber geholt und das ist nicht ganz so schlimm. Jetzt haben wir also zwei Robotskis auf der Hauptfabrik. Mhm. Die dort, jetzt müssen wir die damit die das Richtige tun, abreißen. So, jetzt, wie sieht das jetzt aus? Na gut, die Spezialistenjobs, da sind die anderen noch drin, oder? Wer ist denn da drin? Ein Roboter ist gerade, arbeitet gerade in der Roboterfabrik und einer unserer Droiden arbeitet gerade als Forscher. Ah, da habe ich Droiden drüber geschickt, noch nicht mal die billigen Roboter, sondern auch sogar die guten. Ja, das sind jetzt alles die guten, seit wir die Forschung haben. Ja, aber hätte ich die alten nicht nachrüsten müssen? Nee. Das Einzige, was du nachrüsten musst, sind die Traits, also die Eigenheiten. Wir haben ja jetzt momentan noch 15 Roboter, die noch keine Boni haben. Ach so. Aber die sind auch zu Droiden geworden automatisch. Verstehe. Dann würde ich jetzt hier sagen, ich mache die Vollcheckout-Jobs mal auf 0, weil wir die gerade nicht brauchen. Da bin ich gerade am Überlegen, weil durch die hohe Bevölkerung, die wir da haben... Oh, 56 sehe ich jetzt erst. Ach du Scheiße. Ja, weil das ist halt die Hauptwelt von denen gewesen. Da haben wir sehr, sehr viele Leute, die gepurcht werden müssen. Mhm. Und wir haben deswegen halt eine recht hohe Kriminalität dort. Ja, okay. Dass wir die Robotskis einfach mal temporär dort reintun. Bin mir nicht sicher, ob Roboter überhaupt... Gucken wir mal, ich mache einfach mal die anderen. Werden können. Ich mache mal den Robotiker-Job mal auf Minus und die beiden Forscher auch. Was passiert denn dann? Ach nee, so. Was passiert dann? Dann gehen sie runter in die Arbeiter. Dann, ach, die können das gar nicht sein. Können sie gar keine Enforcer werden. Dann sitzen wir hier und hoffen, dass es keine zu schlimmen negativen Kriminalitätsdinge gibt.
Ja, aber der Purge geht ja trotzdem weiter, oder? Auch wenn jetzt hier ja, kriminell... ja, es geht weiter. Das heißt, das Problem solange ist... Solange die Stabilität hoch genug ist, geht die, gibt es auch keine Gefahr, dass da eine Revolution losbricht oder so. Mhm. Wir haben kriminelle Roboter, das muss man sich aber vorstellen. Na gut. So. Dann könntest du aber im Zweifelsfall die Roboter auch wieder, zumindest einen davon, in die Roboterfabrik schicken. Du Roboterfetischist. Wir brauchen mehr Roboter. Das ist das Einzige, was auf dem Planeten arbeiten können, sonst hätten wir den Planeten auch wegschmeißen können. Das ist richtig. Wenn wir ein bisschen optimieren wollen, können wir auch die ein paar von den Stadtdistrikten abbauen, einfach und ein paar von den Generatorendistrikten vorerst, einfach nur, weil die halt Energie kosten momentan. Ja, aber auf der anderen Seite... Das erkaufen wir uns halt damit, dass wir dann später wieder Mineralien ausgeben müssen. Richtig, und die Stadtdistrikte sind besonders teuer, meiner Erfahrung nach. Ja, dann können wir es erstmal so lassen. Wir sind ja auch nicht irgendwie im Negativen, was Energie angeht. Genau, und der Planet soll ja Energie erwirtschaften, also dann soll er erstmal seinen eigenen Bedarf decken. Das ist schon okay. Ich würde glatt überlegen, ob man... Ich guck mal kurz durch. Amazonien, das ist 11, da würde ich nichts abziehen wollen. Oh, minus 6 Dienstleistungen, na gut. 10, gut, wir haben sonst keine größere Welt, die abtreten könnte. Nee. Die Erde könnte halt noch was abtreten, theoretisch. Haben wir hier Roboter in der Büro? Ich würde sagen, wir gucken erstmal, wie es auf der Hauptfabrik weitergeht mit Stabilität und der Purge, bevor wir da weiter noch mehr Leute hinschicken. Ja. Und im Zweifelsfall wollen wir sie vielleicht auch umbenennen, aber... Ja, das wird der Hauptgenerator statt Hauptfabrik. So ein bisschen Erinnerung wollen wir ja behalten an sie, oder? Ja, warum nicht? Ich meine, es ist eine tote Welt, es ist komplett verstrahlt, du kannst es Atomkraftwerk nennen. Ja, ich würde mich dann an Hauptfabrik anlehnen mit E. Und genau, Punkt. So, jetzt immer mal weiter hier. Also wir haben ihn da weggeputzt. Ich glaube, in Naja, in dem Nachbarsystem geht's gleich genauso weiter, oder? Ne, das wissen wir noch. Hier ist doch noch irgendwie... Ach, da brauchen wir Landungstruppen, stimmt. Ja, die müssen wir dann mal rüberschicken. Die Landungstruppen mal rübergeschickt werden. Ich glaube, die machen das nicht von alleine. Kann man die Flotten auch schon wieder weiterschicken. Genau, der Flottenkapitän, wobei da brauchst du auch eine Landungstruppe. Hatten wir nicht zwei Landungstruppen? Nee, oder? Ne, hatten wir nicht, stimmt. Dann kann der nach Karasta. Ja, da ist auch der Rest von seiner Hauptflotte gespawnt. Wobei, eine einzige Korvette hat er noch. Sollten wir nicht erstmal die Reparatur durchführen lassen, sobald die Station ja wieder da ist? In dem Hauptsystem? Können wir machen. Es sind Korvetten, nicht, dass wir doch noch eine verlieren. Ja. Also, wo ist dann die Flotte? Es wären ja verlorene 100 Legierungen. Ansonsten, theoretisch kann man die jetzt noch einmal einen Kreis schicken, weil da halt keine ausgebauten Stationen mehr sind oder sonst irgendwas, was gefährlich werden könnte. Ich lasse sie mal schon mal in den Orbit von der Station einfliegen und die wird ja repariert. Das geht auch. So, gucken wir mal, was passiert. Da ist sie repariert, glaube ich. Kurz mal schauen. Ja, die ist fertig. Ja, 100, genau. Dann darf wir können auch die, die Demontierer-Flotte können wir übrigens auch schon mal weiterschicken. Ja. Eins am anderen. Weil da in dem System wird sie nicht repariert werden können, weil es keine ausgebaute Station ist. Weil es keine ausgebaute Station ist, ja, okay. Dann können wir sie einmal nach... Ja, genau. Jetzt sag mal, wie das Zuschnitt heißt. Take to him, ja. Ja, bitte 10-mal schnell hintereinander. Nö. Einfach nö. Ja, und dann können wir halt mit denen einfach mal nach Norden fliegen, weil da sind ja einfach keine ausgebauten Stationen. Die dürften halt innerhalb von einer Sekunde ohne große Gegenwehr die Außenposten wegbügeln können. Genau. Jetzt gucken wir erstmal jetzt bei den Landungstruppen nach, die hier reingehen. Our forces are making planet fall. Planetfall, genau. Construction completed. Und da ist der Planet auch. Achso, haben wir noch ein blödes Forschungsschiff, was hier irgendwie gar nicht weggeht, aber es stört uns ja auch nicht. Das ist übrigens eine weitere mögliche Generator- oder Bergbauwelt. Mittelpunkt. Omphalos heißt sie bei mir. Was? Wie heißt sie bei dir? Wo bist du? Welches System bist du? In Estreon. Ja, ich auch, oder? Bin ich in Estreon? Ja, bin ich.
Bei mir ist die Mittelpunkt. Okay, bei mir ist die, im englischen Namensset heißt sie anscheinend Omphalos. Omphalos, vielleicht ist das griechische Mittelpunkt, kann schon sein. Das kann gut sein. Wundert mich nur, dass die Griechisch dann auch übersetzen. Ja, weil ich das auch nicht kann, ganz einfach. Ah, okay. Die versetzen ja jede Sprache, die ich nicht kann. Englisch, Griechisch, egal. So. Das ist übrigens auch ein Planet, der auf dem Kristalle abgebaut, also mit Minen abgebaut werden können. Da ist sogar schon eine Mine dafür da. Und wie gesagt, Generator-Distrikt auch. Das sieht man, ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt hatte, unter den Eigenschaften des Planeten sind ja immer die Anzahl der Blocker und daneben noch was. Ja, stimmt. Da steht mal 1 dieses Mal. Das haben wir, glaube ich, bisher auf keinem Planeten gehabt. Und da sieht man dann, dass der Planet eine Besonderheit hat, in dem Sinne zum Beispiel eine besondere Ressource, die es auf dem Planeten gibt. Das heißt, du musst aber dann hier dieses Kristall, was musst du denn da bauen? Da baut man dann eine Kristallmine anstatt von einer synthetischen Kristallanlage. Okay, und die. Und die Mine, die produziert halt quasi aus dem Nichts Kristalle, anstatt aus Mineralien. Ja. Und es ist ein Arbeiterjob, anstatt von einem Spezialistenjob. Und die braucht einen Stadtdistrikt, richtig? Oder? Weil die einen Bauplatz hat, oder? Die braucht einfach nur einen Bauplatz. Also, siehst du ja bei den Gebäuden von Umfeld aus, siehst du ja, ist ein, oder vom Mittelpunkt, ist auch ein Gebäude, ist eine Kristallmine. Mhm. Theoretisch könnte, da wir sowieso ja Planeten jetzt mit Robotern bevölkern, so wie das momentan aussieht, ja, könnte man sich den dann auch schnappen. Ich weiß nicht, wie weit unser... Da könnte man den einen Robotski von der Erde hinschicken. Genau. Ist halt die Frage, ob wir uns zu weit zu dünn jetzt quasi ausbreiten. Aber das ersetzt uns halt im Endeffekt den kleinen Wüstenplaneten, auf dem wir auch aus dem wir auch ein Kraftwerk gemacht hätten, vorerst. Ja, aber da brauchen wir den halt erstmal. Aber dort nicht. Sind wir ja schon hin auf dem Weg, oder nicht? Das System ist nicht mal eingemeindet, von daher denke ich mal nein. Das ist ein verdammt gutes Argument. Ja. Dann haben wir jetzt ja 2 Endplaneten oder 1 bis 2 Planeten, auf denen wir Energie produzieren. Ja, stimmt. Und dann brauchen wir halt nicht erst noch ein Schiff losschicken. Das ist richtig. Das spart uns dann auch da wieder die ganzen Ressourcen für das Kolonieschiff und die ganze Zeit, die das braucht, um das aufzubauen. Ja. Ja, es ist verdammt verlockend, wenn ich so ehrlich sein soll. Ja, vor allem, weil, wie gesagt, dass da eine Kristallmine drauf ist, macht diesen Planeten nochmal ein gutes Stück wertvoller. Richtig, richtig, richtig. Die Chemieanlage, die aus Mineralien flüchtige Teilchen macht, ja, brauchen wir die da? Die ist generell, ist das kein schlechtes Gebäude. Das wäre auch mein nächster Vorschlag für Dämmerung gewesen. Mhm. Oder für Hoffnung, eins von beidem. Mhm. Eher für Hoffnung, weil da keine weiteren Generatoren drauf können, weil wir brauchen die Dinger für unseren weiteren Ausbau. Okay, dann machen wir Folgendes. Wir siedeln jetzt hier auf Mittelpunkt jetzt einen Roboter von der Erde um. So. Bei dem Planeten kann es uns sogar passieren, dass da Menschen hinziehen wollen, weil da kann man ja zu 35% gut leben. Yay. Ja. Und dann sitzen sie da und beschweren sich, dass man da so scheiße leben kann. Ja, das ist wird, typisch Mensch, würde ich sagen. Wird passieren, ja. So, gucken wir mal auf die Erde. Da haben wir jetzt, ja, dass die Energiejobs sind priorisiert, als einer der Büroangestellten da reingefluppt. Ja, gut. Sehr gut. Ich meine, vielleicht haben wir auch Glück und die haben einen gewissen Pioniergeist und beschweren sich nicht mal. Das glaubst du doch im Ernst, ich selber. Aber wenn es genug Dienstleistungen gibt, dann freuen sie sich, dann geht's. Aha. Im Endeffekt senkt es ja nicht die Zufriedenheit auf dem Planeten, sondern nur es steigert nur, wie viel Unterhalt sie im Endeffekt kosten. So, ich muss die Landungsgruppe schon mal eins weiter schicken. Was ist denn hier für eine Flotte? In EN irgendwas ist eine Flotte? Was ist denn das für ein Ding? Neue Flotte Zerstörer? Wo kommt denn die her? Oh, dann hat er gerade einen Zerstörer gebaut. Und weil wir, während das gebaut wurde, die Station übernommen haben, ist das jetzt unser. Das ist gemein. Auf diese Art und Weise habe ich schon mal 2 Kolossi gehabt. Man kann nur einen haben. Aber weil ein Gegner einen angefangen hat zu bauen und der dann fertiggestellt wurde, als die Station mir war, hatte ich 2. Aha. Ja, okay. Können wir den irgendwo hinschicken? Irgendwo reintun? Das ist halt immer, man kann da halt echt, man kann bei so einer, ich sag jetzt mal, Schiffslotterie ganz gut gewinnen. Ich würde in Richtung Tod im Regal schicken. Kann man die da verheiraten? Ja, oder? Ja, jo. Ja, genau. Haben wir noch was frei. Das hatte zwar jetzt einen anderen Bauplan als unseren, aber da wird dann umgerüstet dann demnächst. Ja.
Okay, so, dann machen wir weiter hier. Engaging hostile forces. Hat ja auch atemberaubende Atomraketen. Also, richtiges Meisterstück. Knowledge is the key to the universe. Oh, wir haben mal zwei Sachen, Quelle und Kern. Lass es bitte nicht auch noch tolle Planeten sein. Ach, das wissen wir noch nicht, was das alles hat. Gut, die Landungstruppen sind unterwegs. Die Flotte. Gut, wir warten mal kurz auf diesen Zerstörer, damit der auch noch dazu tuckert. Achso, und du kannst auch weiter. Wir können die Demontierer mal mit Shift quasi einmal nach Allard und dann hoch nach Hixa und Vidmaril schicken. Einfach mit Shift jeweils das einzelne System. Also nacheinander. Dann, weil wir haben eine 4000er Flotte, da sind 100er Stationen drin, da können wir auch einmal in Kette durchfliegen, da müssen wir uns nicht jedes Mal einzeln verwalten. Mhm. Gerade weil da keine Planeten drin sind. So, du fliegst mal dahin, so theoretisch. Wenn du die vereinen willst, dann wählst du halt wieder beide aus und klickst wieder auf das Merge, auf das Zusammenführen-Symbol. Wie wählt man da beide aus? Das habe ich wieder vergessen. Du kannst sie einfach zum Beispiel, also du kannst sie jetzt entweder in der Sternenkarte, auf der Sternenkarte in der Galaxie, kannst du einfach auf eine der beiden Flotten klicken, dann werden automatisch erstmal alle Flotten darin ausgewählt. Ja, oder? Was halt in diesem Fall die beiden sind. Ja. Du kannst aber auch in das System rein und sie halt einfach einrahmen, wie in jedem anderen Extra-Strategie-Spiel. Okay. Oder du wählst halt die Flotten rechts in der Schnellauswahl halt dann mit Shift nacheinander aus. Ach, mit Shift, okay. Ich habe es nur mit Steuerung gemacht, weil das aus Windows ja so dieses Picken ist. Okay, und dann ist welches? Das war um dieses Zusammenfassen. Okay, habe ich verstanden. Genau. Ja. Gut, dann kannst du dir die unteren drei Systeme einmal abfliegen lassen, würde ich sagen. Dann haben wir das unten auch erstmal alles eingemeindet. Genau. Das Yamaha-System, ja, das kennen wir noch. Mhm. So, guck mal, was hier oben weitergeht. Achso, Forschung, Moment. Stopp, eine Forschung wählen. Lass mich schauen, was wir haben. Wir haben erforscht, was man dann erforscht. Wir haben zuletzt erforscht Physikforschung plus 20%. Genau, mehr Forschung. So, Was haben wir zur Auswahl? Wir haben zur Auswahl 0G-Labore, Forschungsstation plus 10%. Wir haben zur Auswahl Hyperraumstrudel, gibt den Erlass vernetzte Bewegung, der... Ein Relais-Netzwerk kann durch regelmäßige Shuttle-Flüge ergänzt werden, um die interne Migration von Bewohnern zu fördern. Das ist ein Erlass, der braucht flüchtige Teilchen und automatische Umsiedlungschance plus 50%, Kostenumsiedlung minus 25%. Das wollen wir eigentlich gar nicht haben. Relais-Netzwerke können wir auch noch gar nicht bauen. Ja, weil wir den Überraumstrudel noch nicht haben. Aber ich meine, der Erlass ist ja dann da, wenn ich das erforsche. Ja, aber den Erlass, der wirkt sich halt auf alle Gebiete aus, die ein Relais-Netzwerk haben. Ach so, okay. Und da wir keine bauen können, hätte der momentan keinen Effekt. Aha, gut. Hyperantrieb 3 macht alle Schiffe schneller, ist natürlich schön, aber das ist auch 14.000, ist auch eine Hausnummer. Dann haben wir Interplanetare Forschungsinitiative, ein Forschungsinstitut, das ist dann wohl eine Fortentwicklung der Forschungslabore, die verbraucht aber diese Gase. Dann haben wir Quantenhacking, Codeknacken plus 2 und Spionagebehörde. Verfügbare Gesandte, Codeknacken. Na gut, verfügbare Gesandte könnte auch interessant sein, jetzt mal kurz davor stehen, jetzt hier uns mit dem Rest der Galaxie mal bekannt zu machen. Verbundene Unterstützungssysteme, Barrierepunktverteidigung ist was für die Schiffe. Ja, was finde ich am besten? Also, gute Frage. Ich mal kurz gucke, wir machen, wie viel Forschung wir aus Stationen machen. Ich habe hier bei Physik 49, bei Sozial 55, das sind wir bei 104 und Ingenieur plus 30, 134. Das heißt, das wären 13 Forschung mehr. Das fängt langsam an, interessant zu werden. Zumal es nur 2404. Es kann sein, dass wir die Hyper-Relays gar nicht erst bauen können, weil wir am Start hattest den einen DLC nicht aktiviert. Und ich glaube, es war der die Hyper-Relays freischaltet. Ah ja, umso besser. Also, ich fände die 0G-Labore gar nicht so schlecht. Mittlerweile haben wir davon einiges. Genau, wir könnten aber auch das Forschungsinstitut wäre auch nicht schlecht, weil wir haben die exotische Gase. Das fände ich besser. Ja. Exotische Gase haben wir. Mhm. Es erhöht den Forscher-Output von allen Forschern auf dem Planeten. Auf der Erde haben wir eine ganze Menge davon. Ja.
Und es gibt einen Wissenschaftsadministrator-Job. Das ist ein Anführer-Job, der ist dementsprechend sehr zufrieden. Und der produziert aus sehr, sehr wenig sehr, sehr viel Forschung. Also das Ding ist ein sehr, sehr gutes Gebäude. Ja, dann machen wir das doch mal. So. Dann lassen wir mal laufen. So. Unsere Landungsgruppen landen gleich, genau. Wir haben eine Ausgrabung abgeschlossen, oder? Nee, haben wir nicht. Nee, ist nur der nächste Schritt. Der nächste Schritt, gut. Dann machen wir mal weiter. Lesen wir durch, wenn da was ist. Wir haben irgendwo Flottenkampf. Ach, das ist da hier in diesem... Ja, da haben wir noch eine Mini-Flotte. Das ist nicht so wichtig. Our forces are making planet fall. War report. Auf Sankt-Pomeroy sollten wir langsam den nächsten Bergbaudistrikt bauen. Auf Sankt-Pomeroy. Gut, wir haben 1400 Mineralien. Also auf Sankt-Pomeroy. Der nächste Distrikt, weil, ja genau, da steht ja hier uns Zuwachs ins Haus. Normalerweise habe ich immer so ein, zwei Jobs frei, eher zwei pro Planet, aber wir hatten eben, als wir es bemerkt hatten, ja keine Mineralien dafür. Auf Vanquart dauert es zwar noch ein bisschen länger, aber auch da würde ich schon potenziell das nächste bauen. Ich finde Amazonien viel schlimmer. Da ist gleich einer da und wir haben nur noch einen Job und der Roboter kommt auch gleich. Ja, da kommen zwei gleichzeitig, da kann man auch. Da könnten wir dann unseren nächsten Industriedistrikt bauen entweder oder eine Fabrik. Aber ich würde einen Industriedistrikt bevorzugen, weil wir auch, was Wohnungen angeht, ein bisschen knapp bemessen sind, sobald die zwei Leute da sind. Okay. Was war's noch? Vanquart. Knapp. Wenn wir da, ja, haben wir noch. Ja, gut, das ist noch ein bisschen Zeit, aber ja, können wir machen. Was wollten wir da machen? Ich hab's vergessen. Einigkeitszentrum. Haben wir momentan ist es eine Administrationswelt, also für Einigkeit. Ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass da momentan Leute die ganze Zeit am Schreien sind, wenn sie sich das angucken, weil da halt 30% plus Forschung drauf möglich ist. Ja, also ganz ruhig. Ne? Es geht hier nicht um Effizienz, es geht hier darum... Es geht hier um Spielmechanik. Es geht um Spielmechanik und es geht vor allem darum, eine schöne Geschichte zu erzählen. Und wir haben natürlich... das ist eine wunderschöne Welt und warum sollte man da nicht dann Verwaltungsgebäude draufsetzen? Genau. Nee, eigentlich ist Einigkeit kommt halt auch gerne mal von Künstlern und so weiter. Man sieht ja auch, dass es halt einfach eine sehr, sehr schöne Welt ist und dadurch der Output von Einigkeit erhöht wird. Das ist jetzt seit dem 3.0er-Patch, sind das dann jetzt Bürokraten, die Einigkeit produzieren? Ja, das sind plus 60% auf der Welt, also holla. Eben, also das ist ein sehr, sehr großer Bonus. Ja, so, das heißt, was bauen wir da? Den nächsten Stadtdistrikt oder was? Nee, wir haben ja noch einen Gebäudeplatz frei. Ja. Das heißt, da können wir ein weiteres von den Administrationsgebäuden von Rotschleiß da ist aufbauen. Wie heißen die Verwaltungsbüros? Stell dir mal vor, du hast den schönsten Planeten, den du jemals gesehen hast. Guckst ihn dir an und denkst dir, boah, hier mal ein paar Verwaltungsgebäude draufstellen. Ja. Die Leute können aus dem Fenster gucken und verwalten dann gleich doppelt so schnell. Ja, genau. Das mit einer zusätzlichen Raumroute sieht nicht so gut aus, wenn ich mir das mal so angucke. Witbari ist wirklich das Einzige, weil da oben geht's jetzt nicht weiter. Noch, das ist schon interessant, also... Wenn wir da quasi unsere Grenze hinmachen und dann im Süden da unsere Grenze hinmachen, dann haben wir halt für ein riesengroßes Gebiet sehr, sehr wenige Grenzen. Also da können wirklich die Hölle losbrechen und wir sitzen da auf 3-4 Chokepoints, die wir verteidigen müssen und mehr nicht. Na gut, aber du darfst natürlich nicht vergessen, dass wir Sternentore und Wurmlöcher haben. Die Sternentore sind egal für den Krieg. Die Wurmlöcher haben wir, glaube ich, 2 Stück, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und dann eins davon ist an einem Chalkpoint. Nee, also Wurmlöcher, wir haben hier in Zaffa 1, da wo wir gerade erobert haben. Ach, wir haben oben bei, wo wir erobert haben, haben wir neue gekriegt. Das ist nicht schön. Dann haben wir unten bei Xunur 1. Und war da noch irgendwo eins? Und im Süden davon in Binani.
Genau, Binami. Die zwei unten hatte ich halt im Kopf, aber das oben, das Eroberte, hatte ich. Ja, da ist ein neues. Das freut einen doch. Und es kann auch noch ein nächstes dazukommen. Wir wissen ja nicht, was da oben auf uns wartet. Aber wir können mal gucken, was hier dieser eine Plan... was ist denn? In dem System... Karasta, genau. Das ist der Planet Quelle. Wie sieht denn der aus? Ist eine Savannenwelt, die hat so alles möglich. Ist auch keine schlechte Energiewelt, wenn man mal ehrlich sein soll. Kann man aber auch mal potenziell andere Sachen mitmachen. Ich würde sagen, wir lassen die erstmal ausblühen. Ja, denke ich weil auch. Weil jeder zusätzliche Planet kostet auch wieder mehr Ressourcen im Aufbau und wir haben jetzt halt schon wieder einige neue dazu geholt. Da würde ich sagen, kann man den später immer noch terraformen und dann neu kolonisieren. Ja. Warte mal, guck mal kurz hier rein, wie die Landungsgruppen jetzt hier Kern wegballern. Our forces are making planet fall. War report. Enemy planet secured. So. Wie sieht der Kernplanet aus? Das ist der Planet kann von sich aus. Oder eine Forschungswelt. Sie macht plus 20% Physikforschung. Ja, richtig. Also eher Forschungswelt. Ja, stimmt, du hast auch viele Stadtdistrikte, kannst du auch viele. Stadtdistrikte hast du immer so viel, wie Distrikte möglich sind. Ah, okay. Genauso wie Industriedistrikte auch. Die sind nicht durch irgendwas anderes, weil du kannst immer, ob es nun irgendwelche schönen Wälder sind oder ob es irgendwie eine Seenlandschaft oder ein Sumpf oder sowas ist, kannst du immer planieren und Industrie draufbauen. Oder eine Stadt. Mhm. Das heißt, den lassen wir aber auch erstmal aus. Ja, den würde ich jetzt auch erstmal. Wir haben jetzt momentan einfach sehr, sehr viele Planeten, die noch im Aufbau sind. Und das können wir halt momentan theoretisch so machen, weil wir einen niedrigen Schwierigkeitsgrad haben. Aber praktisch gesehen, alleine schon wegen der Ein- und Auswanderung und weil die Bewohnbarkeit nicht gut ist, kann uns das halt auch massiv Probleme machen. Mhm. Dementsprechend würde ich sagen, lassen wir die erstmal auslaufen, terraformen die in Ruhe und kolonisieren die dann auch wirklich mit Menschen zusammen, sodass wir dann halt auch unsere Bevölkerung da wirklich draufkriegen und nicht nur ein paar Automaten. Das Uxion-System ist erkundet, da war auch gar nichts Besonderes drin. Das war halt einfach. Ja, das ist dann wahrscheinlich auch der Grund, warum ich sich das noch nicht geholt hatte. Ja, ist uninteressant. So, hier oben haben wir eine neue Ausgrabung. Moment, Ausgrabungs. Oh, ganz, ganz wichtig auch. Ja. Mach erstmal die Ausgrabung, die ist noch nicht fertig. Ne? Nee. Geht weiter so. Ja, wichtig. Und zwar ist uns beiden wegen des Krieges nicht aufgefallen, das Tiamat-System links ist eingemeindet und da wollten wir einen sehr, sehr großen, sehr, sehr schönen Planeten uns einmal schnappen. Richtig. Ja. Da wollten wir nämlich eine schöne Gießerei rausmachen. Ja. Und diesen wunderschönen Planeten in eine dreckige Gießerei verwandeln. Er hat eine natürliche Schönheit und das bleibt, auch wenn das komplett voll planiert ist, das hat man dann eine wunderschöne Industrie drauf. Ja. Also kolonisieren und abschicken, oder wie? Ja, genau. Gut. Man gönnt sich ja sonst nichts. Ich lasse mal den Namen Tirnar Prime. Ach so, okay. Nicht auf die Würfel klicken. Nee, das können wir später immer noch machen. Beziehungsweise, unseres Neues ausdenken. Erstmal will ich schauen, was hier jetzt noch passiert. Entenhausen. So, da haben wir Hixa, genau. Er hat nur noch bei Invitbaril eine Kolonie, von der wir wissen. Also genau, nur, wir wissen ja all seine Kolonien, das kann nur noch Invitbaril sein. Deswegen aber, wenn wir seine letzte Kolonie erobern, dann ist er besiegt, weil er keine Planeten mehr hat. Und alles Restgebiet wird wieder komplett frei. Ja, aber es ist ja nicht schlimm, weil wir wobei. Das kostet dann wieder Einfluss, das einzugemeinen. Das wenn heißt, wir es einfach so erobern und dann als letztes den Planeten uns schnappen, dann haben wir das alles schon. Das würde bedeuten, dass wir zuerst. Wir können das System einnehmen, das ist kein Problem. Ach so, die Landungstruppen einfach nicht hinschicken. Wir sollten einfach keine Landungstruppen hinschicken. Ja, ich schicke genau die Nähe ins Hixar-System. Genau, ich schicke die Landungstruppen in der Nähe, genau. Das hätte ich jetzt nämlich auch vorgeschlagen. Nehmen erst alle Systeme ein und dann holen wir uns den Planeten. Ja. Okay.
dann sieht jetzt unser Reich auch gar nicht mehr so aus wie ein Wurmfortsatz. Das ist schön. Jetzt sieht es aus wie eine Wurmkolonie. Engaging hostile forces. Ameisenhaufen. Wir haben ein Ereignis. Einer unserer Politiker auf der Erde hat unvorsichtigerweise einige sensible Materialien offen liegen lassen, einschließlich eines Verschlüsselungscodes, dessen bloße Existenz außerhalb von Regierungseinrichtungen eine grobe Verletzung des Protokolls darstellt. Die lokalen Behörden bemühen sich, die Sicherheitscodes zu wechseln, da es durchaus möglich ist, dass diese Materialien in feindliche Hände gelangt sind. Ups! Toll! Feuert diesen inkompetenten Tölpel sofort! Also, bei UPS heißt es, hinzufügen des Modifikators Verschlüsselungscode verloren für 12 Monate führt zu folgenden Effekten, Verschlüsselung minus 2. Oder, feuer diesen inkompetenten Tölpel sofort. Kostet Energie, warum auch immer. Und ein Politiker in unserer Hauptstadt wird entlassen und degradiert. Hinzufügen des Modifikators Verschlüsselungscode verloren für 5 Monate führt zu folgenden Effekten. Okay, also die 250 Energie, gut, wir sind gerade dick im Minus. Was ist an so einer Stelle jetzt die richtige Entscheidung? Ich meine, wir haben ja eigentlich doch mit gar nicht so vielen Leuten Kontakt, die irgendwas hacken könnten. Das ist richtig. Wir haben ja nur die Larongos. Unser Regal wird nichts mehr hacken und das gefallene Reich unten, wenn das hacken will, dann ist es sowieso egal, ob du kodiert bist oder nicht. Dann sind sie drin. Ja, genau. Also insofern ist das Risiko ja eigentlich überschaubar. Oder? Ja, wobei es halt eine gewisse Zeit lang andauert, aber... Ja, wir brauchen noch ein paar Monate, bis wir uns hier konsolidiert haben. Und die Spionage ist jetzt auch keine so gefährliche Mechanik im Spiel, von daher... Also, ups. Gut. Da wir jetzt eine ganze Menge Gebiet auch so holen... Wichtig. Geburt der Galaktischen Gemeinschaft. Wir waren gar nicht eingeladen. Weil man uns gar nicht kennt. Das heißt, dass die United Larongo Combine, das wir schon kennen, das hat wahrscheinlich an der Gründung mitgeholfen. Und da wir die kennen und die jetzt in die Galaktische Gemeinschaft reinkommen, werden wir dann jetzt wahrscheinlich auch angeboten kriegen, reinzukommen. Ja. Mehrere, auch uns teilweise unbekannte, uns größtenteils unbekannte Weltraumreiche, haben sich zu einer Galaktischen Gemeinschaft zusammengeschlossen. Diese reichsüberspannende Institution soll als Forum dienen, in dem wichtige Fragen diskutiert werden können. Obwohl wir nicht an der Gründung beteiligt waren, haben die anderen Mitglieder eine Einladung zur formellen Mitgliedschaft an Vereinte Nationen der Erde gesendet. Sollen wir akzeptieren? Ich denke, das machen wir als Xenophile. Als Xenophile politisch aktive und generell offensichtlich sehr, sehr nette Menschen, definitiv. Wenn wir beschützen, wer hat die Erste Galaxis vor einem schlimmen Regal. Ja, ja. Wer hat die anderen Reiche dann aufgedeckt oder wie ist das? Die mit drin sind, die bekommen wir dann angezeigt, ja. Dann zoome ich jetzt mal gerade raus, wenn ich jetzt auf Ja, wir treten dieser Gemeinschaft bei klicke. Aha. Jetzt haben wir hier irgendwie sind Sachen aufgeploppt unten. Aramati, Multistellar, dann haben wir Sovereignty of Spyra, dann irgendwas ist so klein, kann ich nicht lesen. Combine of Kralodet, dann haben wir Staatenbund der Menschen, ach guck. Ja, der Staatenbund der Menschen, der spawnt immer, wenn man die Vereinten Nationen der Erde hat und wenn man als Staatenbund der Menschen spielt, spawnt auch immer die Vereinten Nationen der Erde. Aha. Der Staatenbund der Menschen sind ein Menschenreich, das entstanden ist daraus, dass sie mit experimenteller Wurmlochtechnologie durch ein instabiles Wurmloch geflogen sind und dann verschollen sind vor vielen, vielen Jahren. Aha. Und das ist jetzt quasi das erste Mal Erstkontakt, seit die verschollen sind. Aha. So. Gurite-Regime, dann haben wir hier Sturmreiter Starstate. Was für ein Name. Schattennebel ist was anderes und hier oben ist noch irgendwas, genau. Die Rax Talak Stella Polity. Unsere Fastnachbaren. Das haben wir relativ wenige bisher. Müssen auch noch mehr das sein. Sind, ne? Das heißt ja nicht, dass dazwischen nicht noch welche sind. Das ja, heißt ja. Nur, dass das sind die, die in der Galaktischen Gemeinschaft sind. So, wir empfangen eine Übertragung von Sturmreiter Starstate. Wir werden jetzt sehr viele Übertragungen bekommen. Ja. Sturmreiter Starstate ist ein Militärkommissariat. Es sind ehrenvolle Krieger. Also sie sind xenophil, gut, das verbindet uns. Sie sind fanatisch militaristisch, das trennt uns. Und sie sehen aus wie ein... Das trennt uns nicht, das ist neutral uns gegenüber. Eine Koralle.
Ach, weißt du, dem Dingelsbummelsbaum nicht gegenüber ist, oder wie? Ja, genau. Es ist halt, es wäre halt gegenübergesetzt den Pazifisten. Ja, ja, ja. Und dementsprechend. Aber sie sind halt, da sie fanatisch mal militaristisch sind, tendieren sie eher dazu, Krieg zu führen als andere Reiche. Ja. Das käme uns nie den Sinn, so etwas zu tun. Erstkontakt. Ich repräsentiere Sturmreiter Starstate. Unser erwählter Anführer, Generalkommissarin Eschbal, glaubt an Frieden durch Stärke. Aber macht euch wegen unserer Militärausgaben bitte keine Sorgen. Eure Spezies beeindruckt uns und wir hoffen, dass ihr einem Kulturaustausch zwischen unseren Völkern zustimmen werdet. Die sehen aus wie Korallen. Wir sagen, wir können viel voneinander lernen und dann haben wir hier freundschaftliche Beziehungen und die haben ja noch keinen Bonus. Wir haken diesmal alle ab. Na, und machen jetzt nicht so viel um Federlesen um jeden, aber so ein paar müssen wir uns schon anschauen. Eigentlich alle, da wir gesehen, dass wir sind und hier zum ersten Mal spielen. Dann hier, Combine of Kranodeth. Oder Kranodeth. Ich komme mit Grüßen von Großmarschall Guldorndolgat, dem unumschrittenen Herrscher von Combine of Kranodeth. Wir möchten mehr über eure Spezies lernen, wie eure Krieger kämpfen. Ja, ja, Nachtigall. Ich höre dir Trapsen, sagt man da wohl. Das ist besonders wegen eurer faszinierenden Anatomie interessant, sagt ein Warzenschwein. Und ist ebenfalls xenophil, ebenfalls militaristisch. Also es ist genau das die gleiche Sorte Nachbar. Wir grüßen euch und so weiter. Mal gucken, ob sich noch jemand meldet. We are being hailed. So, es will ja jemand eine Botschaft aufmachen. Ach, die Raxtalak, die haben sich gar nicht gemeldet, wollen aber eine Botschaft aufmachen. Das ist aber komisch. Ja, wir haben ja Verbindung zu denen, aber... Vielleicht hat er einfach gesagt, das wäre so viel Fenster-Spam, das machen wir nicht mehr. Es waren nur zwei, wir haben ja irgendwie naja, eben. Von 5, 6, 7... Der Mensch hat sich bei uns ja auch nicht gemeldet, richtig. Traurigerweise. Und die Aramat-Multiseller auch nicht. Mhm. Komisch, ich dachte, die wollten uns was verkaufen. Naja. Botschaften schmälern den Einigkeits... Oder wie war das? Nee, schmälern sie nicht. Oder? Nee, Botschaften sorgen dafür, dass solche Sachen wie Beziehungen verbessern schneller vonstatten gehen. Ja. Aber sorgen auch dafür, dass Spionagenetzwerke schneller aufgebaut werden. Aber das beruht auch beides auf Gegenseitigkeit. Also. Ja. Sie sind fanatisch xenophil, sind wir auch materialistisch. Ja, also so schlimm sind die gar nicht, glaube ich. Ja, ich würde sagen, eine Botschaft aufmachen können wir auf jeden Fall. Gut, so. Irgendwann haben wir noch was gefunden? Irgendwelche. Ach, das ist das System. Ah ja, Witbaril natürlich, ja. Okay, gut, da gibt es ein bisschen Gegenwehr. Ist aber nicht weiter wichtig. We are being hailed. Boah, jetzt haben wir 4 Botschaftsanfragen, meine Güte. Also. Ja, wir sind xenophil, die Leute mögen uns. Ja, die Warzenschweine kriegen eine Botschaft. Und wir haben gerade eine schlechte Verschlüsselung, das war eine tolle Idee. Wir haben die Sovereignty of Spyria, das sind irgendwelche Vogelreptilien. Die sind pazifistisch und fanatisch egalitär, auch das würde uns verbinden. Ja, kriegen auch eine Botschaft. Eine erstaunlich nette Galaxie. Ja. Abgesehen von dem Regal. Beziehungsweise vielleicht haben sich nur die Netten zu der Gemeinschaft zusammengeschlossen und alle, die dazwischen leben, sind die Arschlöcher und das ist die Mehrzahl. Ja, es kann natürlich sein, dass einfach ein Haufen fanatisch xenophobe Leute dazwischen hängen. Und die ziehen sich erstmal nicht diese Gemeinschaft an. Also, das Skurite-Regime sind ehrenvolle Krieger, auch xenophil und militaristisch. Das sind so Cthulhuiden. Ja, kriegen auch ihre Botschaft von mir aus. Und Aramati Multicellar, also die Menschen sind nicht dabei. Also die anderen. Das sind irgendwelche Säugetiere, irgendwelche Primaten mit Hörnern. Die sind auch egalitär und militaristisch. Ja, von den Menschen sehen wir auch die Heimatwelt noch gar nicht. Das ist interessant eigentlich, weil wir ja eigentlich Kontakt haben. Aber jetzt geht's los. Die Raxtalak wollen ein Nicht-Angriffsversprechen. Ich habe wohl den Kriegslärm gehört, den wir hier verursachen, in der Regalabteilung. So ein Pakt, der kostet aber jetzt Einfluss, oder? Wie war das? Der kostet Einfluss und die sind so weit von uns weg, die können nicht mal gegen uns Krieg führen, wenn sie wollten. Also müssten, na gut, sie müssten durch La Rongo durchfliegen. Also sie müssten bei der einen, wo wir wissen hier, unser einer Übergang, da müssten sie halt reingrätschen. Oder halt durch Tore und Wurmlöcher. Ja, die Sache ist halt, sie würden uns nur den Krieg erklären, wenn sie auch eine Grenze mit uns haben.
Und aha, ich habe so die leise Vermutung, dass wir ein größeres Militär haben als sie. Ich würde sagen, wir sparen uns den Nicht-Angriffspakt-Einfluss erst einmal. Ja. Das heißt, schauen dann mal weiter. Wir lehnen das also ab. Ja. Mhm. Gut. Weil wir haben einen riesen Blob an ungeclaimten Systemen, die wir noch haben wollen. Ja. Und wir können jedes bisschen Einfluss gebrauchen. Apropos Riesenblob. Gut, wir sind dabei, Bugs um einzugemeinden. Ja, das Konstruktionsschiff ist in der Nähe. Die Frage ist, andere Konstruktionsschiffe? Eins ist unten in Tiamar. Ja, was wäre denn das nächste, was wir eingemeinden würden? Eigentlich so strategisch. Wir können jetzt, entweder können wir jetzt auf weitere archäologische Stätten hinarbeiten. Oder wenn es darum geht, halt wirklich erstmal möglichst schnell die Grenzen zu sichern, wäre zwar ein weiter Weg und teuer in dem Sinne. Ja. Aber wir müssen halt eigentlich so schnell wie möglich zu den Wurmlöchern, bevor da jemand durchkommt. Ja. Weil sonst wächst da nachher jemand raus. Ja. So, das heißt, Xunua ist Wurmloch und archäologische Stätte, genau. Auf dem Weg dahin haben wir aber zwei Systeme, wo irgendwelche... Genau, da kommen wir nicht direkt hin. Ja gut, Polaris sind nur 2K, das geht, da können wir eine unserer Flotten hinschicken, das dauert aber ewig. Ja, das können wir nach dem Krieg dann einmal bereinigen, das Gebiet. Ja. Was wir aber auch machen können, ist über Jurus, über die Singularität weiter zu uns zu arbeiten. Ja. Aber beides ist nicht verbunden. Da kommst du nicht nach Xunua, wenn du das machst. Das ist richtig, aber da kommen wir zu dem anderen Wurmloch unten in Binami. Genau. Genau. Und wenn wir dann in der Yamek Singularity sind, in der Yamek Singularität, ja, dann sind von da aus Luftlinie nur drei Sprünge nach Xunua, die wir nicht kontrollieren. Wenn es uns nur darum geht, dieses Wurmloch zuzumachen, können wir dann von da aus quasi überspringen. Mit erhöhten Einflusskosten. Erhöhten Einflusskosten, was aber immer noch günstiger wäre, als uns den ganzen Weg dahin zu bauen. Wenn es uns halt nur darum geht, möglichst schnell die Wurmlöcher zuzumachen. Das würde ich in diesem Fall sogar ein bisschen vorschlagen, weil wir halt ein riesengroßes Gebiet haben und es wäre schade, das zu verlieren. Ja. Und mit dem Weg kriegen wir dann auch einmal das L-Gate eingemeindet. Das in der da warst du ja auch sehr scharf drauf, das mal. Ja, richtig, genau. Gut. Dann schicken wir das Tiernahrer-Schiff mal hin, um Jurus einzugemeinden. Da kommen wir dann theoretisch auch an einem Ozeanplaneten vorbei, der halt nur einen kleinen Umweg wäre. Da müssen wir mal gucken, ob wir den zu dem Zeitpunkt haben wollen oder nicht. Ja. Okay, gut, das eine ist am Laufen. Dann machen wir in der Episode mal hoffentlich noch hier oben Rabatz. Das kann ja nicht mehr lange dauern. Ich würde sagen, wir lassen es mal eben schnell noch die restlichen paar Systeme wegbügeln. Wenn die jetzt alle hier kommen und hier anklopfen, dann... We are being hailed. Ja, was wir jetzt aber auch einmal machen können, weil es jetzt halt passiert ist... Ja. Das ist jetzt ein bisschen schade, weil wir ja eigentlich diesen Krieg fertig machen wollten. Aber wir haben jetzt eine galaktische Community. Das ist über deiner Schnellauswahl ist ein neues Symbol aufgetaucht. Ja, das habe ich schon gesehen. Das würde ich aber echt in der nächsten Episode machen wollen. Okay. Weil ich glaube, da wollen wir aber eine Sache definitiv machen, weil sie auch ein bisschen mit dem Krieg zu tun hat. Ja. Wir werden gleich ein System einnehmen, was in direkter Nachbarschaft zu einem uns wohlgesonnenen Reich liegt. Ja. Es gibt in diesem Spiel eine Mechanik für Grenzreibereien. Ja. Das heißt, je mehr Grenzen du zu jemandem hast, desto schlechter sind die politischen Beziehungen. Ja. Das ist zwar momentan dann gleich nur eine. Ja. Aber wenn du mal unter Policies gehst. Unter Policies? Das ist hier. Richtlinien? Richtlinien, genau. Mhm. Ganz oben hast du diplomatische Haltung, ja. Haltung, genau. Und die steht momentan auf Ausbreitung. Ja. Ausbreitung sorgt dafür, dass unsere Außenposten 10 Legierungen weniger kosten. Ja. Es steht da zwar 10% weniger Außenposten kosten, aber es kostet 100 Legierungen, also es kostet 10 Legierungen weniger. Ja. Mehr macht es nicht. Ja. Und Kolonien entwickeln sich schneller, 15%. Ja. Aber es verdoppelt auch die Grenzreibereien. Ja. Und in Verbindung damit, dass wir jetzt eine galaktische Community haben, wäre es halt sinnvoll, jetzt mal langsam auf kooperativ umzuwechseln. Ja. Dann kostet es uns
Einfluss, wenn wir jemandem einen Diplomaten schicken, um ihn zu beleidigen? Also quasi Beziehungen verschlechtern? Ja, wollen wir ja nicht. Aber als Xenophile wollen wir das sowieso nicht unbedingt. Ja. Dafür steigt unser diplomatisches Gewicht. Ja. Gesandten verbessern die Beziehungen schneller. Ja. Und die Grenzreibereien sinken um 50%. Ah ja. Dafür wird es halt teurer dafür wird es halt im Endeffekt teurer zu spionieren, weil wir kooperativ sind. Aber da wir momentan sowieso nicht großartig spionieren. Und halt das diplomatische Gewicht dann für die galaktische Community sehr, sehr wichtig ist. Ja. Und wir nicht militaristisch sind, sonst wäre ich potenziell eher für das Oberste. Streitsüchtig. Wenn man militaristisch ist, dann werden die Fraktionen gerne mal ungemütlich, wenn man auf kooperativ geht. Weil kooperativ ist ja Antikrieg, das geht ja mal gar nicht. Ah ja, verstehe. Mhm. Und dementsprechend in diesem Fall, da wir xenophil sind, da wir egalitär sind und da wir diplomatisches Gewicht haben wollen, würde ich kooperativ vorschlagen. Gut. Auch damit uns gleich nicht die guten Beziehungen zum Larongo-Combine kaputt gehen, wenn wir das eine System einnehmen. Mhm. Und dann können wir jetzt eben schnell die letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7 Systeme einnehmen. Mhm. Dann haben wir eine ganze Menge schönes Blau. Das ist doch schön. So, nächste Botschaft. Sturmreiter Starstate, ja. Botschaften können wir ja erstmal machen, weil dann können wir im Zweifelsfall den noch Gesandte schicken, um die Beziehung zu verbessern. Ja. Die Raxalak wollen ein Forschungsabkommen. Das ist, ich glaube, aufgrund dieser Einflusstheorie von vorn, sagen wir das alles erstmal ab, richtig? Wir sagen das erstmal, sagen wir erstmal ab, ja. Ja. Wenn wir jetzt. Kannst du schon mal weiterlaufen lassen? Ja. Wenn wir jetzt materialistisch gewesen wären, dann hätte ich gesagt, Forschungsabkommen sind gut, weil die stellen auch unsere Fraktionen zufrieden. Ja. Startmut der Menschen hat Sturmreiter Starstate zum Rivalen erklärt. Da unten kracht's gleich. Oder kracht's demnächst vielleicht. Aber soll uns erstmal nicht interessieren. Das ist genau gegenüber vom Donut. Ja. Der Staatenbund der Menschen ist halt militaristisch, xenophob. Red Alert. Spaceport under fire. Richtig nette Leute. So, was haben wir hier? Ein Mitglied der galaktischen Gemeinschaft bei Great Belmarcosa Hierarchy. Okay, die das wird jetzt noch häufiger passieren. Ja. Die nächste Zeit. Deswegen tauchen auch immer auf der Karte jetzt immer mehr Reiche auf. Naja. Forschung. Wir haben erforscht das Plasmatriebwerk. Sind wir jetzt irgendwie schneller, unterlichtmäßig? Mhm. Und wir können auswählen zwischen Befäße mit Flotte plus 10 und neuer Schiffstyp Kreuzer, Kreuzer halt. Dann den standardisierten Zerstörer, die Mineralisolierung Rang 4, die exotische Gasextraktion, ermöglicht Abbau von exotischen Gasen und der verbesserte Rumpfstärke für Plattformen. Also für die Basen. Nicht für die Schiffe. Genau. So. Was finde ich hier am besten? Also das Mineral würde ich mal nicht tun. Da haben wir gerade guten Zuwachs. Außerdem sind wir eh schon auf Rang 3. Ja, der neue Schiffstyp wäre interessant. Mhm. Aber auch die Gase. Genau. Und die Rumpfstärke wäre auch immer interessant, aber puh. Also für mich ist es halt zwischen den Kreuzern und den Gasen. Kreuzer sind ein sehr, sehr großartiger Schiffstyp für den mittleren Bereich des Spiels. Mhm. Sie sind so sehr, sehr großartig, bis Schlachtschiffe unterwegs sind. Okay. Wobei jetzt mit dem Rework für die Flotten, das es jetzt vor kurzem gegeben hat, das ein bisschen aufgebrochen wurde, dass man halt eine gemischte Flotte generell braucht eher. Ja, aber dann nehmen wir das. Dann können wir ja mit Kreuzer dann noch mehr mischen, genau. Als wir ohnehin schon mischen genau. können. Die Sache ist halt, die Gase können wir jetzt auch schon synthetisch herstellen. Es ist zwar cool, die halt auch dann, weil wir haben nicht wenige Vorkommen bei uns im Reich mittlerweile, die wir dann abbauen könnten. Mhm. Aber man will sich ja auch nicht jetzt dann noch auf den letzten Drücker unterbuttern lassen. Auch wenn ich schon mal einen kurzen Blick auf die diplomatische Stärke geguckt habe und vermute mal, dass es einfach niemand mit unserer Flotte aufnehmen kann momentan. Ja. Der Staatenbund der Menschen ist eine Militärdiktatur und das Skurrite-Regime ist ein Kriegsrat und haben Frieden geschlossen. Die waren wohl im Clinch.
Und die waren im Krieg, wenn sie Frieden geschlossen haben. Die waren im Krieg, weil sie jetzt Frieden schließen, richtig. Und Gurite Regime kriegt 4 Systeme offensichtlich. Ja, solche Nachrichten werden zwischendurch immer wieder auftauchen. Man kann das grob verfolgen, wenn man möchte. Das ist halt wirklich über jeder Krieg, von dem du weißt. Und da wir jetzt Kontakt mit denen hatten, wussten wir von dem Krieg, wird das Ergebnis dann halt an die ganze Galaxie weiter postet. Mhm. So. Damit man halt mit einem groben Überblick hat, was so passiert. Ich würde unsere zweite Flotte Tote im Regal schon mal Richtung Erde schicken, weil die brauchen wir da oben nicht mehr, damit sie dort aufgepimpt wird, weil die soll ja da unten diesen einen Dings da in Polaris weghauen, damit wir da durchkommen in Zukunft, denke ich mal. Ist auch gar nicht so weit nach Sol, weil wir jetzt ja Jamal unseres ist. Tja, Plasma-Triebwerke, was waren das hier eigentlich oben? Ach, das ist mal, ja, es ist keine weg. Und das ist das hier. Ah, Demokratik Myran-Stars wollen auch eine Botschaft. Die sind auch elegaristisch. Die sind elegaristisch, ganz genau. Ja, sie sind definitiv elegaristisch. Und sie sind pazophob, nein, pazifistisch. Botschaft gegen sie. Wir erobern übrigens gerade eine weitere Ausgrabungsstätte. Ich weiß, aber da ist die ist ja schon halb angegrabbelt, glaube ich, weil da war ja ein Forschungsschiff aktiv. Ja, aber ich glaube, der erste Schritt ist noch nicht. Doch, ist der dritte Schritt ist schon getan, aber man kann sie trotzdem lesen. Man kann sie dann von da aus weiter ausbuddeln. Ah ja, gut. Man kann halt die ersten Schritte, die passiert sind, kann man dann halt auch noch lesen. Ja. Man kriegt nur nicht die Ressourcen oder sowas, die da gefunden wurden. Knowledge is the key to the universe. Achso, kann man erobert man von einem Gegner, den man platt macht, eigentlich irgendwelche Artefakte? Nee, oder? Es gibt eine gewisse Chance, dass wenn man die Heimatwelt einnimmt, Relikte von ihm klaut. Aber die Chance ist nicht 100%. Gut, da kriegt man dann eine Nachricht, weil ich habe ja vorhin keine bekommen. Okay. Ethikänderung bei Ubarik Confederated Stars. Ich glaube, das wird mir jetzt mal überspringen, solche Geschichten. Die werden so häufiger passieren. Ich würde eher gucken, was wir in der Sozialforschung erforschen. Wir haben jetzt erforscht die ökologische Anpassung. Das heißt, wir können das Planeten terraformen, auf denen schon Leute wohnen. Ja, und gucken wir uns erstmal die neue Forschung an. Wir haben zur Auswahl Genmodifikationspunkte +1, da können wir den Menschen irgendwie anpassen, glaube ich. Mhm. Dann haben wir effektive Bürokratie, Erlassform wird größer und wir haben das orbitale Datenspeicherungssystem. Wir haben die Xenodiplomatie, diplomatische Bedeutung wächst um 10% und wir kriegen den Botschaftskomplex, das ist Rang 1, das kann man offenbar noch weiter leveln dann. Wäre jetzt vielleicht gar nicht uninteressant, wenn wir jetzt in die diplomatische Phase auch starten, nachdem wir uns hier, nachdem man uns kennt. Wachstumsgeschwindigkeit Bewohner durch Klon +10% und genmanipulierte Feldfrüchte würde unsere Nahrung erhöhen. Ja, der Rest haben wir hier, Vulkan entfernen, Telepathie und Amöbenbootprogramm und regeneratives Rumpfgewebe. Ja, ich fände jetzt diese Xenodiplomatie gar nicht so schlecht. Also rollenspielerisch wäre es momentan absolut perfekt. Ja. Weil wir jetzt gerade den großen Kulturschock hatten. Das sind ja doch Aliens. Ja, und nicht, nur solche Stinker, die wir bisher kannten. Mhm. Oder Leute, die uns ignorieren. Die Genmanipulation ist auch sehr, das Gene-Tearing, das ist auch sehr, sehr gut. Aber wir gehen ja sowieso den psionischen Weg, von daher ist es trotzdem noch eine sehr, sehr gute Forschung. Ja. Aber rollenspielerisch ist die Xenodiplomatie halt besser. Ja. Nehmen wir die mal, komm. Von daher würde ich sagen, nehmen wir die Diplomatie. Ja. Auch wenn ich vom reinen. Ich meine, das Bevölkerungswachstum +10% ist auch Premium. Ja. Also da waren halt wenige schlechte Forschungen bei, schlichtweg. Oh, so, Endspurt gegen das Regal. Research concluded. Ja, wir kriegen vorher nochmal eine neue Forschung, genau. Weil das Forschungsinstitut haben wir jetzt nämlich in der Physikforschung. Wird ein bisschen länger heute, aber wir wollen das Regal noch wegputzen. Noch 2 letzte Systeme und eine Landung. Wir haben die neue Physikforschung. Produktion Handwerker +10%, Marktanalyse-Algorithmen oder multidimensionale Studien, verbesserte Forschungskomplexe ist dann noch die Erweiterung von dem, was wir gerade schon haben, glaube ich.
Wurmloch-Stabilisierung finde ich interessant. Oh ja. Neue Mechanik Wurmlochreise. Können wir einfach ignorieren, was der Rest da ist, weil wir wollen wissen, was auf der anderen Seite von unseren Wurmlöchern ist, damit wir wissen, ob wir da uns beeilen müssen oder nicht. Ja, okay, gut. Das ist halt gerade eine sehr, sehr wichtige Sache, meiner Meinung nach. Das kann halt natürlich sein, dass dass zum Beispiel ein Wurmloch irgendwo hinführt, wo einfach niemand hin kann, weil es hinter einem oder mitten in einem gefallenen Imperium ist. Ja. Und dann können wir es halt erstmal ignorieren. So, die Totem-Regalflotte ist völlig repariert. Dann würde ich sie, wollen wir sie noch verstärken? Es kostet aber 2000 Legierung, das können wir uns nicht leisten. Aber zumindest mal verbessern, dass wir sie auf den aktuellsten Stand heben. Oder? Ja, das können wir auf jeden Fall mal machen. Wenn sie gerade schon in Sol ist. So. Dann können wir uns auch eine neue Tradition auswählen. Wir sind ja gerade im Ausbreitungsbaum aktiv. Wobei auch der Ausbreitung im Psionik haben wir beides. Richtig, ja momentan ich würd grad, wir können aber auch den Psionikbaum weitermachen. Wir haben den ja auch angefangen. Also wir hätten zur Auswahl Kuriernetzwerk, dann Reichsgröße von Sternen, Systemen und Planeten wird halt geringer. Das macht oben uns den Reichsgrößen-Debuff ein bisschen weniger. Wir könnten die galaktischen Ambitionen wählen. Das senkt den Unterhalt von Sternenbasen. Wir könnten ein neues Leben. Das machen wir mehr Wachstumsgeschwindigkeit. Oder im Psionikbaum das Psi-Core können wir dann bauen. Und neue Forschungsoptionen, Gedankendurchsetzung. Was das Psi-Core macht, musst du mir gleich sagen. Und, oder der Gedankenleser, da kriegen wir eine höhere Grundinformationsstufe von allen Reichen. Das ist natürlich momentan auch rollenspielerisch gesehen sehr schick, dass wir über die ganzen vier neuen Leute ein bisschen was wissen. Eine ganze Menge schöne Sachen dabei, gerade weil unser Reich gerade sehr groß wird, ja. Was das Kurierendeswerk angeht. Aber wo du auch schon wissen wolltest, was das Psi-Core tut. Ja. Das Psi-Core ist ein Gebäude, das du auf deinen Planeten setzt. Ja. Hat im Grunde erstmal grundlegend den Effekt auch, den Vollstrecker haben. Also es senkt Kriminalität. Mhm. Nur sehr viel besser, als es Vollstrecker tun. Mhm. Zusätzlich erhöht es die Produktion auf dem kompletten Planeten prozentual. Aha. Also wirklich jeder einzelne Job wird effizienter. Dann wollen wir das wohl haben, wenig. Oder? Das ist eins der besten Gebäude im Spiel. Aha. Na dann, nehme ich an, du plädierst nicht dafür. Nee, also das sollten wir definitiv nicht, weil wir brauchen hier das Sternbasen kostet ein bisschen weniger Geld, weißt du? Ja, das ist total wichtig. Ja, also der Controller würde hier genau dafür stimmen. Nein, dann nehmen wir das Psi-Core. Aber wir bauen es jetzt noch nicht. Das ist alles was für eine nächste Episode. Oder eine der nächsten. Wir wollen jetzt hier noch das Regal demontieren. Genau. So, und ist er dann schon unterwegs. Dann kannst du hier die Transportflotte schon mal zum Rand von dem Sprungpunkt bringen. Bin gerade dabei. Solche Dinger kannst du übrigens auch tun, wenn es nicht zeitkritisch ist, während das Spiel läuft. Ja, damit bin ich überfordert, wenn ich dich im Nacken habe und hier gerade aufnehme. Was mache ich, wenn ich alleine im Nachts Stellaris spiele? Dann mache ich sowas. Vielleicht. Das ist die beste Zeit, um Stellaris zu spielen. Und dann denkt man sich irgendwann, warum ist es eigentlich plötzlich so hell? Oh. Verklicke mich dann und dann hat es zum Glück keiner gesehen. So, da sind wir jetzt. Dann können wir jetzt auch den letzten Planeten einnehmen. Senatssitzung. Der Senat befindet sich in einer Sitzung. Ach, das ist die galaktische Gemeinschaft. Das ist jetzt die Gemeinschaft, weil wir haben jetzt nicht mit abgestimmt, worüber abgestimmt werden soll. Weil wir es erstmal ignoriert haben. Ist aber eine gute Abstimmung am Laufen, von daher. Wir enthalten uns momentan, weil wir noch gar nichts da gemacht haben. Ja. Gut, das ist halt. Kommen wir dann halt nächste Folge zu. Die Abstimmung selber dauert eine ganze Weile. Richtig. Unsere Flotte, die wir da hatten, die jetzt in Opryuk ist, wo wollen wir die jetzt eigentlich haben? Die muss ja auch mal reparieren. Schick die auch mal nach Sol. Ja, gut. Zurück, weil wir werden eine ganze Menge Flottenstärke brauchen, um da unten aufzuräumen, weil ich habe eben gerade gesehen, zumindest das in... Das sind Elfer, ja. Ella ist eine 11K-Flotte. Ich weiß. Da werden wir vielleicht sogar noch ein paar Schiffe bauen müssen. Ja, gut. Und das gehen wir hier in die Landung. Ship Upgrades applied. So, gucken wir uns mal die Landung an, die letzte, die wir ja haben. Wo sind denn da? Noch eine Tundra-Welt. Bitte hier nach. Mit ganzen 6 Robotern drauf. Haben wir ihn jetzt dann kurz im Schmerz los. Our forces are making planet fall. War report. Enemy planet secured. Das ist auch eine wunderschöne Nachricht. Ja, das wird jetzt in der galaktischen Gemeinschaft für Entsetzen sorgen, oder?
Ja, vermutlich. Die wir da gar nicht kannten, die haben gerade das erste Reich ausgelöscht und die tun so xenophil. Ja, stell dir mal vor, die ganzen fanatisch militaristischen Völker denken sich alle so, wow, die sind cool. Und sie denken sich, ups, und die sind nicht mal militaristisch. Das machen die, obwohl sie xenophil und keine Karte. Wir schreiben das einfach als Motto, als unser Reichsmotto immer unter unsere Botschaften drunter. We do what we must, because we can. Wir genau. Tun, was wir müssen, weil wir es können. Richtig. Und wir lesen jetzt mal, weil hier durch, was hier geschrieben steht. Ende von Modell 16 Index. Die Sternnation, die früher als Modell 16 Index bekannt war, wurde von seinen Feinden zerstört. Von seinem Feind. Wie dies das politische Klima der Galaxis beeinflussen wird, bleibt abzuwarten. Okay. So. Achso, wir gucken noch ein letzter Blick auf Matrix-Welt. Das ist mein Ding. Das ist auch gut für Bergbau, finde ich. Gar nicht so schlechte Tundra-Welt. Aber würde ich auch erstmal jetzt fallen lassen. Ja, die können wir erstmal fallen lassen. Aber der hatte eine ganze Menge große Planeten, die echt nicht schlecht sind. Ja. Wir können halt überlegen, ob wir sie terraformen wollen und gucken, was übrig bleibt. Oder ob wir sie so besiedeln wollen. Da wir psionisch sind, werden wir nicht die großen Boni, was Bewohnbarkeit angeht, bekommen. Ja. Von daher wäre es wahrscheinlich sinnvoller, die zu terraformen. Mhm. Gut, dann noch zwei letzte Fragen. Frage Nummer 1. Wollen wir im neuen Grenzsystem Ashipso eine Verteidigungsbastion bauen? Weil es ist ja dieser eine Chokepoint, der die ganze... Definitiv. Da kommt die größte, dickste und böseste Zitadelle hin, die diese Galaxie je gesehen hat. Weil das der einzige Weg dadurch ist. Da können wir die enigmatische Festung über abschleppen und dorthin schicken. Genau, die wird einfach mit ein paar Buggy-Kabeln dahin gezogen. Genau. Dann verbessere ich erstmal zum Sternhafen, weil die Legierung ist, glaube ich, gut investiert. Und dann gucken wir weiter. Und die Landungshuppen, die wir jetzt dort hatten, die haben jetzt erstmal keine Aufgabe mehr, richtig? Die können wir auch wieder zurück nach Hause schicken. Also nach Sol. Heimaturlaub. Ja. Gut, das sind Cybrex, die brauchen keinen Urlaub. Aber ich weiß, was du meinst. Okay, gut. Damit wollen wir diese lange Episode abschließen. Das war jetzt uns wichtig, das Regal zu demontieren. Ihr seht, hier spannen sich neue Sachen auf. Eine Sache, an die ich gerade denke, will ich jetzt gerade noch machen, weil wir haben irgendwelche Forschungsschiffe, die nicht mehr notwendig, also die nichts zu tun haben. Und eines davon, ich entscheide mich für die VNS Newton, kann hier oben diese eingemeindete Ausgrabungsstätte weitermachen, weil die ist ja jetzt in unserem Reichsraum, Raumreich. Naja, ihr weißt, was ich meine, da oben, in Tabit. Wir können ja nur ausgraben, wenn es in unseren Grenzen ist. Und da haben wir jetzt wieder was. Genau, sonst hätte ich das vergessen. Dann ist der auf dem Weg. Gut, wir machen hier Schluss und weiter mit Galaktischer Gemeinschaft. Da müssen wir uns mal durchklicken und das alles mal anschauen, was da eigentlich passiert. Und in Vorbereitungen für den nächsten Kampf hier unten in Polaris und dann Fuelia sowie, ja, hier dem, der hat es jetzt wegen Wurmlöchern und Co., weil wir können jetzt demnächst Wurmlöcher also aufsperren. Und zwar in 2 Jahren reichlichen. Also weiter damit und der Ausbreitung und dem diplomatischen Parkett unserer Galaxie geht's im nächsten Teil. Bis dahin.